Für den 86-jährigen Jakob Dietrich ist heute ein großer Tag. Sehr unruhig habe ich geschlafen. Im Auwald bei Neustadt an der Donau hat er alte Landmaschinen entdeckt, die er mit seiner Mannschaft retten will. Das ist für mich eine Herausforderung. Denn nach Jahrzehnten vor sich hinrosten sind die Maschinen fragil. Die Aktion beginnt. Dann lasse ich euch da rein in unser Dornröschenschloss. 9 Uhr morgens, die Einfahrt eines verfallenen Bauernhofes. Ja, da gehen wir jetzt rein. Mir nach, darf ich sagen, ne? Wir schauen jetzt mal unseren Schatz. Das war früher, das war praktisch eine Halle einmal für Maschinen. Das ist eine Hopfendare und da haben 2 Oldtimer und ein Mähdrescher ganz was ausgefallen. Und zwar hier der Schlepper, das ist ein MAN-Schlepper und zwar in München gebaut. Also ist ein Münchner Kindl, wenn man so haben will. Und wir wollen die vom Dornröschenschlaf wieder erwecken. Ich gehe davon aus, dass diese 3 Maschinen rund 50 Jahre hier schon sind. Und wir müssen uns jetzt erst einmal sichern. Ob uns das gelingt, das wissen wir noch nicht. Der Bruder, das ist ja mehr der Techniker. Wo ist er denn eigentlich? Ist der verloren gegangen oder wer? Da kommt er. Karl Dietrich ist 89 und der schweigsamere der beiden Brüder. Aber in ihrer Traktorenleidenschaft sind sie eins. Wie sich der da noch so erhalten hat. Das ist ein außergewöhnlicher Schlepper. Und zwar, weil er ein Allrad hat. Das war in den Jahren 57 Jahren, Allrad. Also das war für ganz, ganz was Neues. Und auf dem bin ich natürlich besonders scharf. Deshalb hat Jakob Dietrich schweres Gerät angefordert und Personal aus dem Landmaschinenhandel der Gebrüder Dietrich. 3 Oldtimer wollen sie heute bergen. Ganz vorsichtig, wie rohe Eier, damit nichts auseinanderbricht. Wird es gelingen? Aus dem Fahrzeugbrief weiß Jakob Dietrich, dass der Traktor vor 50 Jahren stillgelegt wurde. Seitdem steht er wohl hier. €800 hat der Sammler einer Witwe für das rostige Gefährt bezahlt. Kaum zu glauben. Nach nur einer halben Stunde ist der MAN Ackerdiesel Baujahr 1957 verladen. Ohne weitere Blessuren. Die Hand hat das richtig gut gemacht. Dazu bin ich schon stolz drauf, dass man das in der Schnelligkeit, wie man das jetzt da anschaut. Machst du das? Das ist um am Sitz. Ach, da schon her. Aha. Da schon her. Nicht, dass wir es verlieren. Ja. Also gleich um. Ich muss aufhören. Das gehört ins Archiv. Gell? Tief hat er kommen. Der Tief ist verrostet. Ist rausgefallen, ja. Scherz beiseite, 11 Uhr, weiter geht's. Das ist ein Schlitter Freising. Der ist ja noch der ganz ist, gut erhalten. Der ist eigentlich noch besser erhalten wie der MAN. Und ja, man sieht da natürlich schon her, das Schöne ist, da wird der Baum da durchwachsen. Da hilft nur die Kettensäge. Aber dass sich die beiden Senioren diesen Aufwand noch antun. Es ist uns kein Antun, sondern das, für uns ist es eine Selbstverständlichkeit. Wir haben irgendwie so aufgewachsen und wir haben halt zu dem Schlag, wir kommen gar nicht anders. Das ist, ja, man kann nicht sagen angeboren, aber es ist halt, wir haben beide einen Sammlertick. Wozu ihr Sammlertick geführt hat, haben uns Jakob und Karl Dietrich schon vor ein paar Jahren gezeigt. Gut 100 Traktoren und unüberschaubar viele weitere Relikte bäuerlicher Arbeit stehen in mehreren Hallen. Verstaubt, verrostet und verehrt von den Brüdern. Die ganze Umgebung lacht natürlich über uns ein bisschen. So quasi, die sagen, ja, haben die noch zum Retten, die haben doch einen Tick. Weil so ein Club hebt man doch nicht auf. Das gehört in den Schrottcontainer. Und das haben wir halt mir nicht gemacht. Das meiste alte Glump stammt aus dem Landmaschinenhandel der Brüder. Wenn sie einen neuen Traktor verkauft haben, war es üblich, ein gebrauchtes Gerät in Zahlung zu nehmen. Auch im hohen Rentenalter geht das Traktorfieber nicht zurück. Und das hat nun auch Johann Kastel gepackt. Mir macht das Spaß. Das ist ja irgendwie eine schöne Sache, wenn wir jetzt den da einigermaßen heil wieder rausbringen. Ohne dass die Beschädigungen größer sind. Das ist für mich eine Herausforderung.
Mich fahren wir da rein damit und dann heben wir ein wenig rüber. Wir möchten mit den zwei Zinken da durchfahren. Dann packt man da hinter am Sturzbügel und fährt dann an der Vorderachse, hängt man mit Schlupf auf. Dann hängt der da drauf wie ein Hosenleger. Da ist da zum Beispiel der Auspuff da drin. Ne? Dann ist unten ein Mähwerk drauf. Ne? Und alles Gewicht geht auf die Mähwerksanbandteile und auf das Zeug. Ne? Und das ist noch einmal abgestützt. Ne? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Darf man nichts kaputt machen. Das ist heilig alles. Ja. Nichts kaputt machen. Auch weil Jakob Dietrich die Eigentümerin des Schlüters noch nicht ausfindig machen konnte. Doch um den Mähdrescher dahinter bergen zu können, muss erst der Schlüter raus. Und der steckt ganz schön fest. Sehr gut. Das ist der Alte und der junge Meister. Er war mein Lehrbuhr vor 40 Jahren. Ja, 35. Der ehemalige Lehrbub ist längst Werkstattmeister und heute technischer Leiter der Rettungsaktion. Die läuft auch beim Schlüter wie am Schnürchen. Den Traktor stellen die Brüder so lange unter, bis sie die Eigentümerin gefunden haben. Dann wollen sie ihn, wie könnte es anders sein, für ihre Sammlung kaufen. Gut gemacht. Den kannst du als Schmuckstück hinstellen. Viertel nach 12. Die Männer liegen gut im Plan. Zeit für eine Stärkung. Also bis jetzt ist er gut gelaufen. Gehen wir zufrieden sein. Doch nach der Verschnaufpause wird's spannend. Jetzt kommt der Mähdrescher dran. Jetzt kommt das Meisterstück. Den zum Rausbringen, da bin ich gespannt. Das wird nicht einfach werden. Das ist ein Bautz. Der ist in Baden-Württemberg, Saalgach heißt der Ort, wo das gebaut worden ist. Und dass der Mähdrescher gebaut hat, das wissen ganz viele gar nicht. Schauen Sie mal her, da ist schon alles durchgerostet. Kann natürlich sein, dass da irgendwie was bricht. Ich wundere es nicht, wenn er auseinanderbricht. Das kann sein. Neben dem Rost und dem schlechten Zustand ist die Gewichtsverteilung bei dem alten Mähdrescher ein Problem. Das Getriebe ist da vorhanden, der Motor ist da vorhanden und hinten ist noch ein Feingewicht da drin. Also ist das meiste Gewicht vorhanden. Und hinten halt, das hinten und das größte Gewicht, wo hinten ist, das ist die Presse. Nicht? Aber die ist jetzt nicht relativ groß. Damit Jakob Dietrichs Traum nicht zerbricht, muss der Mähdrescher beim Heben exakt im Gleichgewicht sein. Die Maschine bleibt ganz. Aber jetzt muss sie an einem Baum vorbei. Auch mit 86 Jahren kann da ein leidenschaftlicher Sammler nicht mehr ruhig daneben stehen. Es hat ein bisschen geholfen. Wenn man das merkt, man ja, gell? Wenn man da ein bisschen, da ein bisschen was gegangen ist. Ja. Was der Mähdrescher wiegt, ist schwer zu sagen. Aber er bringt den Teleskoplader von Michael Völkel an seine Grenzen. Der Arm ist weit ausgefallen, jetzt wird's knapp. Zu knapp. Der Mähdrescher muss noch mal abgelassen und der Teleskoparm eingefahren werden. Er soll noch mal anders herfahren, Peter, oder? Was hast du jetzt gemacht? Den hebt's halt nach oben. Der mobile Kran hat umrangiert, um den Mähdrescher nun von der Seite fassen zu können. Klappt es jetzt? Mit kürzerem Kranarm ist das Gewicht nun kein Problem mehr. Auch wenn Jakob Dietrich für den Mähdrescher nur ein paar hundert Euro bezahlt hat, für ihn ist er ein kostbarer Schatz, der gleich gehoben sein wird, wenn auf den letzten Zentimetern nichts mehr passiert. Jetzt ist man wieder nach dem Beichten. Das ist direkte Erlösung. Das haben wir nicht vorstellen können, aber das auf den Lastwagen aufbringen. 2 Uhr nachmittags sind alle drei Landmaschinen verladen und damit vor dem Verfall gerettet. Ja, ich glaube, dass wir das in so kurzer, schneller Zeit so problemlos lösen. Das kann ich nur sagen. Unsere Mannschaft kriegt 1 mit Stern. Da kann er mich nur anschließen. 1 mit Stern.
In Neustadt an der Donau sollen die drei Landmaschinen nun in der Sammlung der Brüder ihre Ruhestätte finden. Sie seien moderne Borndl-Kramer, sagen Jakob und Karl Dietrich von sich. Solche, die das alte Zeug holen und aufheben, damit es später irgendwer mal herrichtet. Restauriert brächten die Gefährte sicher ein schönes Sümmchen. Das ist unser Sammlertick, wenn man so schön sagt. Wer sammelt, der tauscht vielleicht, aber verkaufen tut der Sammler nicht. Ja. Das liegt in einem. Da kannst du machen, was du magst. Wenn du das in dir trägst, dann bist du dazu verurteilt. Wir haben zwei alte Spinner. Mehr kann man da nicht oder darf man da nicht sagen, weil das ist ein anderer Krampf. Spinner? Das ist Ansichtssache. Jedenfalls zwei besondere Brüder, die einmal mehr ein Stück Landwirtschaftsgeschichte gerettet haben. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von Unser Land und einiges mehr.